Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Pregnyl mischen, das Sie anwenden, um den Eisprung auszulösen. Pregnyl kann auch Bredalon oder Brevactid heißen. Pregnyl kommt in einer kleinen Schachtel und wird im Kühlschrank aufbewahrt. In der Regel müssen Sie entweder ein oder zwei Schachteln verwenden. Wenn ich hier öffne, können Sie sehen, dass zwei Ampullen in der Schachtel liegen. In der einen Ampulle ist Pulver und im Pulver befindet sich die aktive Substanz. In der anderen Ampulle ist Lösungsflüssigkeit. Wenn Sie zwei Pulver mischen, verwenden Sie nur eine Lösungsflüssigkeit und zwei Pulver. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ein Pulver mit einer Lösungsflüssigkeit mischen. Die Flüssigkeit kann sich hier oben in der Haube ansammeln. Die müssen Sie dann erst einmal runterknipsen. Hier sehen Sie einen Punkt auf dem Glas. Den wende ich gegen mich selbst. Danach halte ich rund um die grüne Linie auf dem Glas und breche die Haube nach hinten weg von mir und lege sie weg. Auf der Ampulle mit dem Pulver gibt es auch einen Punkt. Ich wende den Punkt gegen mich, halte auf dem gelben Ring und dann breche ich die Haube weg von mir und lege sie weg. Ich habe hier eine 2 ml Spritze. Und hier habe ich zwei Kanülen. Die gelbe ist zum Stechen und die rosa zum Mischen. Die rosa Kanüle ist also ausschließlich zum Mischen. Es ist nicht beabsichtigt, dass Sie sich damit stechen. Ich setze die rosa Kanüle auf die Spritze, halte um den Nadelkragen und nehme die Kappe ab. Sie können hier sehen, dass die Nadel eine große Öffnung hat, die abgeschrägt ist. Wenn Sie die Flüssigkeit aufziehen, müssen Sie darauf achten, dass die Öffnung nach unten zeigt. Dann nehme ich zuerst die Ampulle mit Flüssigkeit, steche die Nadel ganz auf den Boden und sauge dann die Flüssigkeit auf. Die ganze Flüssigkeit. Es spielt keine Rolle, dass Luft in die Spritze kommt, da wir momentan nur mischen. Dann ziehe ich die Nadel wieder raus und lege die leere Ampulle weg. Danach nehme ich die Ampulle mit Pulver, senke die Nadel in den Behälter und spritze die Flüssigkeit in das Pulver. Es wird sofort aufgelöst. Dann wende ich wieder die Öffnung der Kanülen nach unten, sauge die ganze Flüssigkeit auf und lege die leere Ampulle weg. Wenn ich zwei Pulver mischen muss, spritze ich die Flüssigkeit in das nächste Pulver und sauge es dann wieder in die Spritze auf. Ich nehme jetzt die rosa Kanüle ab und wechsle zur gelben. Dann sehe ich nach, ob Luftblasen vorhanden sind und sprühe die ganze Luft raus. Jetzt bin ich bereit, die Lösung in die Bauchdecke zu spritzen.